Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, wie wir durch dieses Ding gelaufen sind und jetzt tun wir Dinge. Und das war die großartigste Anmoderation, die ich jemals gebracht habe. Ich habe letztes Mal vergessen, etwas zu zeigen in dieser Art Panzer. Ha, kann ich hier einen Penis? Oh mein Gott, ich kann ja echt einen Penis machen. Kunst? Das ist ein sehr kleiner Penis mit dicken Eiern. Der Penis kam schon lange nicht mehr zum Schuss darum. Das ist eine traurige Geschichte von einem sehr kleinen Penis, der niemals Sex hatte. Nichtsdestotrotz, in diesem Panzerhangar, ich denke, dass es einer ist, oder diese großen Vorhalle zu diesem Schneegebiet, da fehlt jetzt etwas. Ich werde nicht verraten, was es ist. Ich könnte zurückgehen und es euch zeigen. Und euch einfach mal die Gegend observieren lassen. Vielleicht kommt ihr dann selber drauf. Aber das würde zu lange dauern. Darum laufe ich hier lieber sinnlos durch die Gegend und erzähle euch etwas darüber und verschwende damit meine Zeit. Aber nichtsdestotrotz, hier ist noch eine Ration, die wir wahrscheinlich gut gebrauchen. Wow, ich wäre fast reingerannt. Hier noch eine Claymore Mine auf. Ich, reine Vorsichtsmaßnahme, nehme mal Handgranaten und meine Ration in die Hand. Und oh, ich habe diesen Kampf als... Warte, nicht da lang. Ich habe diesen Kampf als Kind gefeiert. Wann kriegt man in einem Videospiel schon mal die Möglichkeit, einen verfickten Panzer zu bekämpfen? So, strategisch geht nicht ins Offene hinaus. Wenn ihr hier rausgeht, ihr werdet sofort getroffen. War das Ganze etwas clever? So clever, wie ich es gerade mache? Ja, wundervoll. Normalerweise... Fuck you! Fuck you, Falcon Raven. Normalerweise hätte er schon früher schießen sollen, aber die prinzipielle Strategie geht, nähert euch ihm, versteckt euch hinter solchen Dünen, da trifft er euch nicht, diese Schneedünen. So, wartet bis er geschossen hat. Warte. Okay, und auf ihn drauf. Wenn wir zu nah an ihm dran sind, geht er in den, ich sag mal, Nahkampf über, mit dem Maschinengewehr ausweichen und Granaten auf ihn werfen. Und das, und am besten nicht überfahren lassen. Nein! Steh auf! Gott. Es ist ein bisschen, ich will nicht sagen schwierig, ich stelle mich auch natürlich dumm an. Ich stelle mich natürlich auch extrem dumm an. Oh mein Gott, ich habe mich nicht daran erinnert. Ich habe nicht mehr in Erinnerung. Jetzt wirf die scheiß Granate, dass er sich so sehr rumbewegt. Das sollte reichen. Ja. Ja, wir haben ja unsere Ration. Das ist kein Problem. Fuck you! Wir sollten uns auch nicht zu weit von ihm wegbewegen, sonst fängt er nämlich wieder an. Oh mein Gott, sein Dings zu verwenden. Ich bin doch behindert. Hör auf, die Granaten fallen zu lassen an Ort und Stelle. Wow. So, das muss treffen. Und jetzt fliegt er erstmal richtig schön Matrix-Style daraus. Jetzt haben wir ganz kurz die Möglichkeit, ein bisschen Sachen zu sammeln, weil jetzt kommt der nächste Soldat raus. Sachen sammeln und wieder zurück. Weil wenn er zu weit von uns weggeht... So. Oh, das... Nein! Wie hebst du sie da drauf? Nein! Du bist so ein Spasti. Das Ding ist direkt vor dir. Warum wirfst du es 10 cm vor deine Nase?
bist so ein Arschloch. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Auch das wird nicht reichen. Es ist wie, als würde ich mit... Ich weiß nicht mal, wie dieses Sprichwort geht, das ich gerade verwenden will. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte irgendwas mit Spatzen und Tauben sagen, aber ich kann mich nicht erinnern. Jetzt steh doch auf! Wie gut ist das denn? Ich tue einfach so, als wäre ich tot. Das ist wie wenn ein Bär mich angreift. Einfach so tun, als wäre man tot, auf dem Boden zusammenrollen. Und dann tut er einem schon nichts mehr. So, komm. Das war's. Das war's. Easy. GG. Get good or get wrecked. Ja, Boss. Ich hoffe, du freust dich. Er hat die Karte. Amüsieren wir uns noch eine Weile mit ihm. Sei klug und unterschätze ihn nicht. Was hältst du von ihm? Er ist genau wie du gesagt hast. Im Kampf scheint er wie besessen zu sein. Ganz dir ähnlich. Das habe ich erwartet. Siehst du, sagte ich doch. Aber ich werde ihn töten. Ja, General Ivan, er hat dir also die Hand und die Würde genommen. Hüte deine Zunge, Schamane! In der Sprache der Sioux bedeutet Sioux Schlange. Ein Tier, von dem man weiß, dass man es fürchten soll. Die Schlange gehört jetzt mir. Beim nächsten Mal werde ich mich um ihn kümmern. Noch nicht. Töte ihn noch nicht. Wir werden uns im Kampf wiedersehen. Gleiche Vorhersage wie immer. Ja, der Rabe auf meinem Kopf will sein Blut sehen. Ich war wie besessen im Kampf. Ich habe wie ein Vollidiot mit Granaten um mich geworfen, habe ich die meiste Zeit selber getroffen. Also wenn du das als besessen im Kampf interpretierst, dann... Okay, ja, ich bin... Ja. Das hat natürlich als Bosskampf gegelten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mehr Ration zu tragen. Und natürlich wieder alle Waffen, allerlei Waffen mehr. Ich habe es zwar schon 37 Mal erwähnt, aber ich liebe diese Stimmen. Der Rabe auf seinem Kopf verlangt Blut. Das ist wie dieser Typ, der bei Uri Geller war. Korax. Oh, muss ich Kontakt aufnehmen mit die andere Welt? Oh, Korax hat auf den Boden geschissen. Bist eine gute Rabe. So, warten wir mal kurz, bis der Soldat da weg ist. Weil den kann ich jetzt nicht in meinem Gesicht gebrauchen. Vorsicht! Verwendung von Waffen ist hier absolut ausgeschlossen. Ich habe die Nanomaschinen so programmiert, dass das nicht geht, Colonel. Was? Wovon reden Sie? Schon vergessen? Hier sind die Atomsprengköpfe gelagert. Sehen Sie sie? Ja, da sind jede Menge Kartons. Aber sind das alle Sprengköpfe? Ja, entschärfte Sprengköpfe. Die liegen hier einfach rum? Präsident Baker hat recht. Völlig nachlässig. Der Etat ist begrenzt. Für die Medien wird das alles geschönt. Aber so sieht die bittere Wahrheit aus. Nastascha weiß noch viel mehr darüber als ich. Rufen Sie Nastascha auf der Frequenz 14152. Aus allen Sprengköpfen in den Kartons wurden die Zünder entfernt, sodass sie nicht explodieren können. Sollten sie jedoch beschädigt werden, kann dabei Plutonium austreten und das wäre ein ernstes Problem. Vorsicht! Sie dürfen in diesem Bereich keine Waffen einsetzen. So, wir haben eine Codec-Nummer gekriegt und... Holy fucking shit, ich liebe diese Frau. Ich lasse sie erstmal für sich selbst reden, danach erzähle ich, was sie eigentlich macht. Hier spricht Nastascha Romanenko. Schön, mit Ihnen zu arbeiten, Solid Snake. Sie sind die Atomexpertin, die der Colonel erwähnte. Genau. Ich kann Ihnen alles über Atombomben erzählen.
Ich bin aber auch Militärberaterin und kenne mich gut mit vielen Waffensystemen aus. Man bat mich als Mitglied des Atomüberwachungsteams an dieser Operation teilzunehmen. Ich habe gern angenommen. Atomwaffen dürfen Terroristen einfach nicht in die Hände fallen. Ich hoffe, wir können sie aufhalten. Sie sind eine harte Lady. Terroristen, die ernsthaft Atombomben zünden wollen? Das kann die Welt doch nicht einfach so zulassen. Leider kann ich Ihnen von hier aus nur mit Informationen helfen. Das wird hoffentlich reichen. Ein Soldat mehr würde hier auch nichts ändern. Ich arbeite gerne mit Ihnen zusammen, Natascha. Ganz meinerseits. Sie sieht im Prinzip aus wie eine lesbische Version von Sanji aus One Piece, aber das mal nur so nebenbei. Natascha ist eine großartige Frau. Sie gibt uns im Prinzip, sie ist rein optional, wir müssen sie nie im gesamten Spiel kontaktieren. Alle Informationen, die er einem gibt, sind auch nicht wirklich, also schon spielrelevant, aber nicht relevant, um das Spiel irgendwie zu beenden oder Hilfe zu bekommen. Normalerweise Natascha, intelligent und gebildet wie sie ist, je nachdem welche Waffe wir in der Hand halten, wird sie uns Informationen darüber geben, zum Beispiel wenn ich die SOCOM habe, dann sagt sie mir das Baujahr, wogegen sie gut ist, was man damit machen kann. Und das heißt, sie gibt einem viele Informationen. Und jetzt gerade haben wir die beste Waffe sowieso in der Hand. Ein Karton. Ein Karton. Karton besteht normal aus einer dünnen Pappoberfläche und Wellpappe in der Mitte. Meist ist er aus Altpapier. Karton wurde vor über 100 Jahren in Europa erfunden. Ursprünglicher Zweck war, in Hütten den Schweiß zu absorbieren. Mit der gleichen Holzmenge, die man für eine Holzkiste braucht, kann man 6 bis 7 Kartons herstellen. Recycling macht sie billig. Außerdem sind sie robust und einfach zu stapeln. Deshalb werden sie weitestgehend zum Verpacken verwendet. Um Schaden beim Transport von Waffen und anderen empfindlichen Instrumenten zu vermeiden, sollten sie jedoch in Holzkisten verpackt und die Zwischenräume mit Styropor ausgefüllt werden, damit sie sicher in Position bleiben. Aber egal, was ist mit dem Karton? Ach, nichts. Nichts weiter. Großartig! Nützlich! Gut zu wissen! Aus einem Baum, aus dem Material für eine Holzkiste kann man 5, 7 Pappkartons machen. Kinder, merkt euch das. Das ist wichtig. Wenn ihr jemals gefragt wird und wenn euer Leben davon abhängt, jetzt wisst ihr es. Ich werde an dieser Stelle mal speichern, weil es doch, wenn ich mir etwas dumm anstelle, sein kann, dass ich hier verrecke. Ganz wichtig in diesem Gebiet, nicht erwischen lassen. Unter keinen Umständen, weil sonst ist es ein sicherer Tod. So, hier ist ein Lastwagen. Wir haben schon mal so einen Lastwagen gesehen, wenn ihr euch daran erinnert, im Schneegebiet. Tatsächlich kann man etwas mit diesem Lastwagen machen, was ich theoretisch auch schon... Das war nicht auffällig oder sowas. Not even close, baby. Was ich tatsächlich jetzt schon machen könnte, aber ich noch nicht machen will, weil Gründe. Werde ich euch zeigen, wenn es soweit ist. So. Hier im obersten Geschoss gibt es erstmal einen Soldaten, der Ausschau hält. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Oh Gott, der dürfte aber nicht hier vorbeikommen. Nee. Versuche mal ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Ich finde es immer schön, einfach hier mal stehen zu bleiben und entweder so über die Schulter zu gucken oder so direkt, was hier so abgeht. So, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der nur nach vorne und nach hinten patrouilliert und nicht den anderen Weg gehen muss. Ne, der patrouilliert auch wieder nach links. So, wir nehmen den Aufzug. Im unteren Geschoss gibt es nichts weiter. Komm, schneller, geh schneller. Geh schneller. Oh. War das denn geräumt? Lass mich nicht lügen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich hin muss. Erstens zweite Untergeschoss oder erstens? Ich glaube im zweiten Untergeschoss gibt es noch nichts, aber ich kann euch mal herzeigen, was da wäre. Müsste ziemlich sicher erstmal hier rein. Also da, wo ich gerade war. Hier dürfte es nicht lang gehen. Genau, hier fehlt mir noch was. Genau. Aber ich zeige mal kurz, einfach nur damit ihr es wisst. Erstmal die Karte. So.
Blake, Vorsicht! Der Raum ist mit Gas gefüllt und der Boden ist elektrisch geladen. Sie müssen den Hochspannungsschalter zerstören, an der nordwestlichen Wand. Aber wie? Ich komme nicht hin! Benutzen Sie eine ferngesteuerte Rakete. Gott sei Dank habe ich keine. Also erstens ist hier der komplette Bereich vergast. Des Weiteren ist der Boden elektrisch. Eigentlich müssen wir hier hin, das ist eigentlich unser Zielgebiet. Aber dazu wird es nicht kommen. Ich finde es erstens großartig, wie... Ich finde es wirklich großartig, wie Snake gar nicht mehr hinterfragt. So, ja, wer bist du jetzt eigentlich? Warum hilfst du mir? Sagt er, he's just rolling with it. So, oh Gott, hier gibt's was Großartiges. Das ist Männertoilette. Und wir können diesem Typen mal pinkeln zuschauen. Oh mein Gott, warte, ich möchte ein bisschen näher ran. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Pixel machen mich so an. Wie lange pinkelst denn du? Holy shit, das ist wie in dieser Austin Powers Szene am Anfang, wo er 5 Minuten pinkelt und dann sagt er so, dann hat den Computer die ganze Zeit Entleerung abgeschlossen. Gott, beim Pinkeln gestorben. Welch grausamer Tod. Hier gibt's noch Toiletten, aber kann ich mich nicht draufsetzen. Glaubt man's oder glaubt man's nicht? Es gibt hier auch eine Frauentoilette auf der anderen Seite, in die wir auch rein können. Restroom, da. Ein Kleidchen. In die wir nicht rein können. Ich habe gelogen. Natürlich nicht, weil diese Dinger haben Sensoren, die mein Geschlecht bestimmen. Aber was ist, wenn ich mich als Frau identifiziere, du Stück Scheiße von einer Tür? Okay, nichtsdestotrotz, hier müssen wir rein. Denn hier haben wir auch wieder so eine Art kleineres Munitionslager. Ich kill den gerade mal, der gibt mir sonst auf die Eier. Will der jetzt auch pinkeln? Ach bitte. Wahrscheinlich schaut er gerade nach seinem Kollegen. Hey, pinkelst du immer noch? Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ach, das ist doch... Hör mal ein bisschen... Oh, und der lehnt sich sogar noch so ein bisschen dabei zurück. Sag mal, das ist doch... Habe ich das jetzt... direkt an ihm angebracht. Ich habe es direkt an ihm angebracht. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ja. Okay. Damit haben wir ihn auch. Ich habe keine C4 mehr damit. Halb so wild. Ist relativ unnütz. Es gibt durchaus Gebiete, in denen man die sehr gut verwenden kann. Okay, in die ganzen linken Türen komme ich nicht rein. Also wirklich relativ unnütz. Was heißt hier unnütz? Aber mir würde spontan kaum was einfallen, wenn man es wirklich braucht. So, hier kommen wir rein und hier gibt es Nikita Launcher. Oh, einer meiner absoluten Lieblingswaffen im gesamten Spiel. Was gibt hier hinten noch? Stun Grenade. So, damit kommen wir runter. Ob es ein Zufall ist, dass Vincent Raven und Vulcan Raven ziemlich ähnlich von den Namen her sind und beide was mit Raben zu tun haben und mit denen kommunizieren können. Ich hab echt das Gefühl gehabt, als das in der Uri Geller Show war, dass der sich ein bisschen orientiert hat. So. Dieser Waffe können wir Raketen schießen und sie steuern. Ich probiere es mal so. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man sie steuern kann. Eine wesentlich angenehmere Art und Weise. Aber ich probiere es mal so. Oh, da sind... aufpassen, dass man nicht davon erwischt wird. Oh mein Gott. Oh, ich glaube, ich schaff's sogar. Ich glaube, ich habe es noch nie so geschafft. So, hier hinten müssen wir hin. Oh, was ist da los? Ich hab's geschafft. Habe ich nie so gemacht. Directed by Michael Bay. So, mal kurz Luft schnappen, immer schön den Sauerstoffanzeige im Überblick behalten. Ich habe immer gedacht, früher das heißt 02 und nicht O2. So, man kann sie nämlich auch so steuern. Das macht es wesentlich einfacher, weil so habe ich direkt vor mir was passiert. Diese Kameras mit MG kann ich direkt kaputt machen. Wir gehen jetzt mal kurz hier die Räume durchsuchen.
Ja, Ration ist interessant und nett. Ach, eine Sache, die ich noch sagen möchte. So, hier kommen wir rein. Ich mach die lieber kaputt, als dass ich... Genau, Gasmaske, als dass ich da großartig mir die Düpel rausnehme und versuche hier irgendwas durch die Gegend zu... die ganzen Systeme zu stören. So, warte, noch nicht ganz. Eine Kleinigkeit, die ich noch loswerden möchte. Die Soundqualität. Ich habe derzeit kein anständiges Mikro zur Verfügung. Ich habe zwei Headsets, die sind beide kaputt. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt. Ich finde die Soundqualität insgesamt in Ordnung, aber manchmal übersteuert sie etwas und das gefällt mir nicht. Von daher war es notwendig, mir noch ein neues Headset zu holen, obwohl die anderen beiden eigentlich gut waren, aber das eine war von Anfang an, hatte einen Wackelkontakt und jetzt geht es überhaupt nicht mehr laden. Ein kabelloses und das andere hat relativ gleich aufgehört zu funktionieren nach ein paar... Kitami-Seil. Also im Prinzip, wenn man hier ein bisschen mehr Micro... Ich nenne jetzt mal Micromanaging machen, dann würde ich immer zwischen der Gasmaske und der Karte wechseln. Okay, da geht's nicht rein. Das heißt, ich kann jetzt mal die Gasmaske verlassen. Das Ding ist... So, wir haben uns einfach... Ich habe einfach mal alles hergezeigt, wunderbar. Wir werden später nochmal hier herkommen. Nicht zwingend, notwendig. Aber ich werde es nichtsdestotrotz tun. Die letzte. Ich mag immer dieses... Okay. Jetzt wird es Zeit für Awesomeness. Was meint ihr? Wollen wir da rein? Schon, oder? Sieht aus, als wären sie zerschnitten worden. Musik. Ein Geist. Das hier fand ich als Kind tatsächlich übertrieben creepy. Guck mal, der lebt noch. Der lebt noch. Wie lange, weiß ich nicht. Ich hatte gedacht, mit dem können wir was machen. Außer natürlich, ihn direkt in die Eier zu kriegen. Aber... Ja, ich kann auch die Leuten die Waffen nicht nehmen oder sowas. Oh, ich fand das wirklich beängstigend als Kind. Diese ganze Atmosphäre, diese Störgeräusche, alles. Oh. Aber ich liebe es. Nichtsdestotrotz. Die Tür hat eine Sicherheitsstufe 4, wir können trotzdem rein. Und wir werden auch nichts sehen. Das aber dann beim nächsten Mal. Und ich habe keinen Konfuzius-Spruch vorbereitet. Ich bin, glaube ich, auch geistig zu minder bemittelt, um mir gerade einen aus dem Arsch zu ziehen. Und daher muss ich euch auf das nächste Mal vertrösten. Seid mir nicht böse. Bitte. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.